So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft The. Das letzte Mal haben wir eine Mission erledigt. Da hinten. Oh, guck mal, der chillt hier jetzt die ganze Zeit. Das ist ja geil. Erstmal, was erzählt er uns so Schönes? The Primal Zerg say the swarm is corrupted. What did the fallen Zelnaga Aemon do to us? He desired our strength, the ability to steal essence. But we were independent. We would not follow. And so he bound the Zerg to a single overriding will. They lost their identity and became his slaves. The Hive Mind. That's Aemon's corruption? It is, and a terrible fate for a strong primal Zerg. Aha, verstehe ich nicht. Das ist gar nicht. Ist das der, den wir gerade gefüttert haben? Nee, ne? Das war ja der Uralte und der hat auch eigentlich immer anders gesprochen, glaube ich. Wir sprang from this primal Zerg, but they are so chaotic. Mhm. Interessant, dass sie uns trotzdem was sagen. My Queen. Why did we wake the Ancient One? Its power outstrips even yours. The Ancient One is key to unlocking the power of Zerus, and I need that knowledge. Will it not destroy us? It's called a gamble. It's something Terrans do when their instincts tell them the time is right. I see. Just as when the Terran James Raynor came to Char to return you to your original form. Yes, just like that. The thing about gambles, Isha, is that sometimes you lose. Okay. Kerrigan, wie sieht's bei ihr aus mittlerweile? Das dauert echt noch lange, bis wir die nächste Stufe erreichen. Ich bin ein bisschen mad darüber. Ich weiß auch nicht, ob wir das tatsächlich schaffen, oder? Also bis 70 hochballern, das dauert ganz schön, oder? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Evolution Gruppe. Ich habe keine Evolutionsmission leider, aber wir können. Oh, wir können sogar. Nee. Achso, ich dachte gerade beide mutieren. Primal Zerg. Unacceptable. Must be wiped clean. No trace left. Destroy Primal Zerg. What are you talking about? Saw ranged Primal Zerg creatures on battlefield. Based on Hydralisk. Primal Zerg stole design from Swarm. Swarm on planet for hours, days, already being replicated. Abathur, are you upset? Unacceptable. Swarm's power, ability to assimilate strengths. Primal Zerg must not take from us. Don't worry about it. They'll be on our side before I'm done here. So, Mutalisken, was kann ich bei euch jetzt tun? Die Angriffe der Mutalisken erhalten 3 zusätzliche Übersprünge und treffen bis zu 6 Ziele. Aha. Die Übersprünge haben eine größere Reichweite. Rasche Regeneration. Mutalisk regeneriert außerhalb des Kampfes 10 Trefferpunkte pro Sekunde. Muss ich 5 Sekunden lang außerhalb des Kampfes befinden. Plus 9 Schaden gegen gepanzerte Ziele. Ein Anstieg von 100%. Angriffe springen nicht mehr auf zusätzliche Ziele über. Aha. Ich finde die Regeneration eigentlich mal ganz nett. Dass wir auch mal welche haben, die sich mal wieder ein bisschen regenerieren. Nehmen wir das. Okay. Dann sind wir hier auch schon wieder fertig, würde ich sagen. Wie sieht denn das Missionsarchiv mittlerweile aus? 13 von 27, also gut die Hälfte. Ja, schön die Evolution alle unten. Das gefällt mir. Ja. Nächste Mission. Let's go. Travel to the birthplace of the Zerg. There, you will be tested. Die Feuerprobe. You may be torn apart. If your rage makes you strong enough, the power of Zerus will be yours. Die Viecher habe ich eben schon bei den Gegnern einmal gesehen. Interessant. Ich glaube, es sind auch neue Viecher. Ich glaube, die gab es in Teil 1 nicht. Kommt mir nicht bekannt vor, zumindest. You have
have come to this place seeking power. Power to kill Minsk. Tell me what I must do. The power is more ancient even than I. It comes at great cost. What will you sacrifice to have your revenge? Everything. You must feel the power. It calls to you. Go to it. The Primal Zerg have been alerted to your arrival. They are coming for you. Abathur, send me the creature you've been working on. The Swarm Host. Adapted using Primal Essence, spawns locusts to kill enemies. Mhm. Out with it. Kerrigan muss überleben. Primal Zerg inbound. Root Swarm Hosts to begin spawning. Diese Farbe verändert die Bewegung wirklich in von Schrecken. Aha. Here they come. Was? Yes. What is it now? Nothing stands in my way. Das ist immer nicht so richtig, was es eigentlich bedeutet. There's not much time. Der hält ganz viel aus. Das gefällt mir gar nicht. Let's get this over with. Get going. Hä? You have my attention. Was machen die jetzt? Primal forces eliminated. Your path is clear. Was passiert dann? Die Wurzel nicht fahren wird. Erlaubt die Bewegung, verhindert aber das Erschaffen von Schrecken. Heilen die sich da drin? Nö. Speak quickly. Ich kann mich vergraben. Hui. Hui. Das ist schon witzig irgendwie. Ah, ich verstehe es nicht. Push ahead. Naja, machen wir es mal weiter. Vielleicht kriege ich einen Nachschub. Gehen Sie zum mysteriösen Teich. Get going. Nothing stands in my way. This world is mine. Wird die Mission gleich wieder umschwingen? The moment draws near. Is your hate still strong enough to make the necessary sacrifice? Nothing stands in my way. Ich wollte ihn aussprechen lassen. It's a pool. The first spawning pool. It existed before names. From this primordial place, the Zerg arose. Within, one essence split into many. One devoured another and became stronger. The first Zerg. You will have your power, and you will lose yourself. Evolve. Transform. Transcend. Recommendation. Avoid pool. Catalytic fluid will overwhelm Queen's body. Not strong enough. The Queen's hate is strong enough. And if I survive, it will remake me. I will become more powerful than the old Queen of Blades. Zagara, defend the Hive Cluster and the Chrysalis until I am done. Or dead. Yes, my queen. Ich wollte es gerade sagen, ne? Die Mission wird noch umschwingen. Oh, guck mal, wir haben die komplette Sicht hier auf die Map. Das ist ja cool. Okay. Kerrigans Kokon muss überleben. Kokon. Oh. Mademoiselle. Okay, na dann. Die arbeiten schon gut daran. Ja, entspann dich. Zeigen Wiedergeburt. Oder sind es jetzt noch die Larven, von denen aus ich die erschaffe? Ja, doch hier, okay. Yep, I know.
Daran arbeiten wir gerade. Entwurzelt. Na dann, grab dich doch mal ein hier. Genau hier bitte. Wo es ein guter Ort ist? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht urteilen. The remnants of Brack's forces gather nearby. They are preparing to attack the hive cluster. Root our swarm hosts and crawlers by that entrance. Ermessen. Als erstes auf jeden Fall erstmal volles Matt auf Drohnen gehen, dass sie erstmal richtig schön hier alles voll machen, damit ich richtig schön keine Probleme habe. Ja. Geht hier echt besser als bei den Terranern, habe ich das Gefühl. Das gefällt mir alles sehr gut. Ja, wir brauchen wir bald wieder Overlords. Und spawnt doch einfach schon mal welche. Präventiv. Arbeit leisten. Oh, da kommen schon angeschissen da unten. Ich sehe es schon. Kümmern wir uns auch mal ein bisschen um die. Ich finde, naja. We should defend our hive cluster. Spine crawlers are excellent defenses for our hives. Ich verstehe halt einfach auch diese. Ich verstehe diese Gegner halt, diese Einheiten nicht. Die machen nichts. Die machen halt einfach absolut nichts. Also man muss sie wahrscheinlich eingraben und dann machen die irgendwas. Ich verstehe es halt straight up nicht. Ist halt schon scheiße so. Jetzt gerade. Mies gelaufen. Hab ich glaube schon vergessen. Halt dein Maul! Ja, die Mission kann ich. Ich kann die Mission neu starten, glaube ich. Ich glaube, das Thema ist durch. Also den Teil der Mission meine ich natürlich. Oh, was ist das denn? Das ist ja voll nervig. Oh, ich mag die Einheit nicht, verstehe die nicht. Entwurzeln, wegen und dann an einem anderen Ort. Ich verstehe das nicht. Was können diese Viecher? Ich verstehe es nicht. Ich bude die jetzt mal ein. Schrecken erschaffen. Okay. Keine Ahnung, Mann. Graben wir die erstmal wieder ein hier. Oh, das muss ich von vorne anfangen, die ganze Scheiße hier, Mann. Ah! Naja, gut. Ja. Wir könnten natürlich mal. Ja. Dann schaffen wir mal eine Königin. So lange. Evolutionskamer. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Sachen bauen. Hier, Hydralisken-Bau. The remnants of Brack's forces gather nearby. They are preparing to attack the hive cluster. Root our swarm hosts and crawlers by that entrance. Da. Komm irgendwo hin. So, was geschieht? Ich mach das mal gleich, wenn die da sind. Ich versuche mal gleich, oder ich guck gleich mal, was dann passiert. Weil noch habe ich hier nicht so viel. Oh, oh, ich hab geschlafen, die sind schon da. So, oh, jetzt war ich hier. Verpiss dich! Oh. Ich verstehe es nicht. The Primals are attacking the Chrysalis. Das macht keinen Spaß mit den Einheiten. Echt? Die sind richtig scheiße. Ich mag die gar nicht. Geh mir straight up auf den Sack. Ein bisschen Würze da, was soll das? Das ist immer übelster Käse, wirklich. Your extractors require 3 drones to harvest Vespene at maximum. Halt dein Maul!
Also wirklich die dümmsten Einheiten, die ich je gesehen habe. Also ich verstehe gar nicht, was es soll. So eine Verschwendung habe ich selten gesehen von Einheiten. Also wirklich. Das ist wirklich einfach nur lächerlich. Einfach nur so komplette Dullis, die da rauskommen und überhaupt nichts können. Und Karen einfach gleich durchschurft. Also die können mich mal am Arsch lecken. Also nee, nee. Die baue ich nicht. Nur ich bekloppt. Wo lieber ein paar Zerglinge. Ja, oder ich weiß, Spiel. Könnt ihr jetzt bitte. Es ist so dumm. Macht ihn weg. So. Wir können ja alle chillen. Das ist nice. Ich baue hier einfach jetzt so eine fette. You have killed Brock, but his pack survives. I claim their territory and their essence. Machen wir einfach so. Hier schön hin. Und dann gehen die einfach richtig schön in den Pool da rein und dann ist einfach geil. Der Rest unten ist mir doch scheißegal, was die unten treiben. Machen wir einfach so. Die Einheit hier brauche ich kein Mensch. Beziehungsweise, ja. Ich mach mal. Nein. Die können ja schon irgendwie so leicht helfen, so ein ganz bisschen. Da ziehe ich die jetzt mal so ringsrum. Let them kill each other. Our focus is protecting the chrysalis. Und dann kann ich ihn hier mal reinsetzen. Ne? Ja, gut, dann halt da. Meinetwegen auch da. Macht ihr da unten? Ihr kämpft euch gegenseitig. Ja, nett. I have not forgotten you, Broken Pack. Your leader sleeps. She will not wake. My pack will feast upon your essence. Mehr davon. Mehr davon. Yadra's pack is preparing to attack our hive cluster. Show these primals the fury of the swarm. Ja, vielleicht eines Tages mal gucken. Ja, wie sieht's hier denn überhaupt aus? Mittelprächtig. Ich will mal eben ein paar hier mehr dahin schicken. Ja. Nee, nicht. Das war schon hier richtig. Ich bin immer so verwirrt. So. Nein, da ist drei. Auch schön. Ihr arbeitet weiter auch an den Mineralien. Damit hier ordentlich gebaut werden kann. So, viel besser. Schade, dass ich Kerrigan gerade nicht dabei habe. Einfach ein bisschen, ne, reinzimmern kann und so. Wir brauchen ganz dringend mehr Einheiten. Das ist nicht schön, was hier passiert. Das ist vielleicht auch gut, dass ich, oder wenn ich gleich ein paar Zerglinge baue. Weil die halt schön schnell, genau, zack, sind schon da. Da jetzt erstmal wieder ein bisschen vergrößere. Musst du mein Overlord. Wenn ich gleich schon mal mehr Platz habe. Ja, aber schon gut. 23 von 30 ist eigentlich schon ganz nett, würde ich sagen. Da kommt auch ordentlich was. Also von daher, ich kann mich nicht beschweren. Könnt ihr mal upgraden tatsächlich. Ja. So viel dazu. Joa. Punkt. Broodmother Zagara have made important discovery. Primal essence collecting within pool. Can use spawn many locusts to defend hive cluster from primal attacks. These primals are relentless. Spawn the locusts now. Kill them all. Locust. Nee, danke. Ich mag die nicht. Hä? Okay. Naja, mal gucken. Vielleicht sollte man sich das aufsparen für irgendwas. So, ich wollte gerade eigentlich. Also, machen wir mal ein paar Zerg.
Ich wollte gerade mal so ein bisschen Einheiten hier. Genau, eine Einheit. Geh mal hin. So. Recht mit euch. Ah, ganz schön viele hier angeschissen kommen. Hier, warte mal. Oh, ah, okay, cool. Essence collects quickly, use frequently. Wieso sind hier Drohnen? Warum sind hier auf einmal Drohnen mit drin? Okay, ich wieder nicht. Warum? Warum? Check ich nicht, was ihr da macht, aber gut. Ihr werdet schon Gründe haben, I guess. So. Jetzt ist die Produktion auf jeden Fall produktiv. Die Produktion ist produktiv, ja. Genau dies. So. Ein paar Schaden. Schwarmwürde sind kacke. Mutalisken wären ja auch ganz nett noch. Schössling. Können wir mal gucken. Ein Schössling. Ich finde ja die Anordnung leider echt mal ein bisschen doof, muss ich sagen. Schössling, ja, können sie noch nicht ganz leisten. Ich will noch warten, bis sie es haben. Ja, okay. Oh, irgendwie hier. So, was passiert hier? Mutation complete. Warum kommen hier schon wieder so viele? Gott! Was ist hier los? Nachschub. Wir brauchen ein bisschen Nachschub. Machen wir auch immer die Dildo-Einheiten. Hui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 . Kann man hier hin. Dip, 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 dip. Ich mag die Einheiten immer noch nicht, aber hey. Ist der schon fertig hier? Nee. Doch, der ist tatsächlich schon fertig. Na dann. Ja. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, ich speichere hier mal ab. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hier. Und dann werden wir die Mission beenden. Wir wissen ja ziemlich genau, wie lange sie noch geht. Passt doch ganz gut. Also, ne? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.